nächste Event, startet die neue Woche, heute ist Montag. Und weiter geht's mit einem Time Attack. In Barcelona 6 Runden nochmal Zeit. Ziel ist es jedenfalls, die schnellste Runde zu fahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir sind in Barcelona für ein Event der Grid World Series. Kristen, verrate uns doch ein wenig über die Strecke. Entschuldige, es ist. So, geht los, 6 Runden, wie gesagt, Zeit. Ich check es eh nicht lang. 1, irgendwas Kilometer, was ist jetzt? Die Zeiten sind egal, die Deflation. Ja, ein bisschen zu nah an die Wand. Wir sehen oben links die aktuellen Platzierungen. Und das ist die schnellste Runde. Mit mal 30 der Uhr sind. Ja, knappe Sekunde aber heute. Aber wir haben ihm einen Fehler eingebaut. Ja, jetzt ein bisschen besser aufbauen. So, das nächste ist jetzt. Ah, zwei Autos haben wir nur vor uns. Seit 6 Uhr nochmal Zeit. Ja, das war zu viel. Zwei Runden haben uns gefehlt jetzt gerade, um unsere eigenen besser zu schlagen. Boah, Alter. Jetzt immer wieder wegbremsen. Jetzt muss ich jetzt runterfahren und nicht rausbremsen, das hab ich nicht. So, zwei Runden haben wir noch und dann einmal heute durch. Aber eine halbe Sekunde nachgelegt, 29,2 momentan. Vielleicht packen wir die 29er Zeit, aber nicht, wenn der Verkehr auf uns ist. Dann werde ich jetzt halt im ersten Sektor. So, der ist jetzt vorbei, das wird das neue Zeit, das in der 20er Zeit. Fast eine 27er sogar noch. Und die wird nicht schätzen, die will ich wissen. Oder auch, Moment. Eine Sekunde. Zeit wirklich gut. Weil ja unser Teamkollege auch mit dabei ist heute. Aber wir wissen etwas hier aus, weiter aus die Linie. Und damit reicht das. Mit 27,6, glaube ich, was ich 27,6 ja die beste Runde. Die wir dann nochmal nachgelegt haben mit der letzten Runde jetzt. Passt. Ja, dann ist das auch wieder so ein kurzes Ding, aber das passiert halt manchmal. Gibt vielleicht auch wieder längere Folgen, aber nicht heute. Weil wir sind jetzt schon durch. Kein neues Level up. So, das war's. Und das Ding hier geht morgen weiter.